Puh, das hätte jetzt aber auch in die Hose gehen können. Boah, ist das eng hier! Ich bin ja auch falsch. Ich hätte da hinten rausgemusst, oder? Nee, kann ich ja gar nicht. Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Mal gucken, ob ich jetzt hier noch rumkomme, ohne dass wir uns jetzt hier an den... um den Mast wickeln. Ja. So. Ja, das geht. Lass mal den Poller stehen. Uah. Arsch auf Eimer, echt. Das ist echt eng, guck mal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir haben hier angehalten am Straßenrand auf unserem Weg aus dem tiefsten Rumänien nach Reykjavik auf Island und wir hatten zum letzten Mal ja das Thema Dracula, Transsilvanien und Knoblauch, weil wir ja Knoblauch geladen haben und ich habe jetzt mal zwischendurch nachgeguckt, wo denn Transsilvanien liegt. Und ja, es liegt sogar ziemlich im Zentrum von Rumänien. Und wir sind genau durch die Region durchgefahren. Und auch dieses Schloss Bram, wo dieser Dracula damals gelebt haben soll, da sind wir möglicherweise sogar vorbeigekommen. Ich müsste mal echt in die letzte Folge reingucken, ob man da was sehen kann. Jetzt zurückfahren wäre natürlich zu weit. Aber das hätte man mal wissen sollen. Vielleicht haben sie das ja dargestellt, dass wir das gar nicht bemerkt haben. Ist ja möglich. Aber wie auch immer, jetzt sehen wir zu, dass wir weiterkommen. So, das Ding aus, Bremse aus, Motor an. So. Dann machen wir hier auch das wieder richtig eingestellt. Was dürfen wir? 100 fahren? Ja, nicht mehr lange. Ist ja gar nicht mehr weit, dann sind wir raus aus Rumänien. Ich habe mir inzwischen meinen Fisch reingepfiffen. Lecker, lecker. So, 78. Machen wir uns das bequem. Schrauben wir den jetzt hoch. So. Wo kommen wir dahin? Kommen wir noch ein Stück nach Bulgarien oder kommen wir schon nach Ungarn rein? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber das werden wir ja dann gleich sehen, ne? Denke ich mal. Boah, 100 hier so auf der Autobahn bei den stärkeren Kurven, das ist schon ein bisschen gewagt. In der Realität denke ich mal, mit dem LKW 100 fahren dürfte nicht so das Problem sein. Aber hier irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Geldeinkommen, das bleibt irgendwie auf der Stelle stehen. Na, wir müssen mal übernachten, dann klappt das auch wieder. Naja, wir haben jetzt 14.40 Uhr. Paar Stündchen noch, dann geht es ja auch wieder zu übernachten. Dann gucken wir mal, dass wir eine schöne Raststätte kriegen. 4470 Kilometer noch vor der Brust. Boah. Ja, wenn wir mit 100 fahren. Ja, so werden ordentlich Kilometer gefressen. So läuft der Laden. Und die dürfen da 100 fahren in Rumänien? Boah. Und wenn man dann mal guckt, so diese Dokumentation hier von wegen Vorsicht, Kontrolle oder wie das heißt, oder Achtung, Kontrolle, wenn sie schon mal auf der Autobahn so die LKWs kontrollieren, oftmals ja auch ausländische, oftmals auch aus Rumänien und Bulgarien. Und das sind dann oftmals auch LKWs, die wirklich starke Mängel haben, ne? Wo die Achsen schon abgerostet sind zum Teil und so, dass die bei uns gar nicht mehr so fahren dürfen. Wenn die dann da in Rumänien rumfahren, dann auch noch 100 fahren dürfen, puh. Das ist dann schon gefährlicher. Da, da, die. Ach, guck, da sehe ich schon die Grenzen. Sind wir gleich an der Grenze. Dann ist auch vorbei mit 100 fahren, denke ich mal. Ich muss jetzt sowieso bremsen hier. Warum fahren die so lahm? Hallo? Also das muss jetzt auch nicht sein. Hier, komm. Wenn ich jetzt gibt da Gas. Kann ja wohl nicht sein. Rotznase.
Ich fahre nicht einmal zu schnell. Oh, da ist aber schon. Oh, 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 oh. Lass mich mal hier rüber. So geht das. Warum fahren die jetzt alle so langsam hier? Ich habe hier auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr angezeigt im Navi. Ist das wegen der Grenze? Ernsthaft? Jetzt schon? Also die fahren alle 30, ne? Vielleicht haben die da auch einen Fehler gemacht, dass die hier die Strecke schon auf 30 haben. Ich denke mal, wenn man, ist so meine Erfahrung aus OMSI oder anderen Dingen, wenn man hier diese Strecken legt, also diese Stücke mit dem Asphalt, das heißt ja im OMSI zum Beispiel Splines, ich denke mal, das wird hier ähnlich sein, dann kann man diesen Asphaltstücken, diesen Straßenstücken Eigenschaften zuordnen. Da kann man quasi Einstellungen drin machen, unter anderem die zulässige Geschwindigkeit. Das heißt also, ich kann hier ruhig ein 80-Schild aufstellen. Wenn ich hier 30 eingebe, ne, denn die KI, die sieht ja nicht die Schilder, sondern die sieht ja das, was eingestellt ist. Und dann fahren die hier 30. Möglicherweise ist das so gewesen, dass die da an der Grenze ein Stück 30 gemacht haben und hier das versehentlich, accidentally, noch auf 30 steht. Dass wir deswegen das ganze Stück so langsam fahren. So, da kommt nämlich jetzt ein Schild, da bin ich mal gespannt. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, hier wäre ein Schild. Was habe ich denn da gesehen? Na, dann nicht. Da hinten kommt eins. Also auf jeden Fall fahren wir hier 30. Da kommen jetzt Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Und da steht drauf 60. Das heißt also, hier war wahrscheinlich noch schneller, 80 oder 100 erlaubt. Und jetzt kommt nämlich die erste Geschwindigkeitsbegrenzung für die Grenze. Und jetzt steht hier nämlich 60. Aber ist auch nicht angezeigt im Navi. Ja, das ist also aus Versehen. Die fahren aber trotzdem weiter 30. Hier ist alles noch mit 30 eingestellt. Ich denke mal, das ist ein kleiner Bug. So, da kommt jetzt 40. Ja. Und es ist nicht so, dass wir jetzt einen Rückstau hatten oder so, sondern das ist eindeutig, dass die so langsam gefahren sind, weil nämlich genau die 30, die da stehen, die da wahrscheinlich gelten, gelten zu weit nach hinten. Ja, ja, so wird's sein. Ach, Wiegen. Hatten wir das nicht auf dem anderen Weg, auf dem Hinweg auch schon? So, wo ist denn die Waage? Hier vor uns, ne? 5. Wie soll man denn 5 fahren? Sollen wir das mal versuchen, 5 zu fahren? Also, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 4, 5, 4. Das ist ganz schön schwierig. Sind wir jetzt auf der Wiege hier, auf der Waage? Ja, ne? Aha, 28 Tonnen. Schön, schön. Und der rauscht mal eben im Affenzahn da durch. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier, ne? So. Controlletti. Den habe ich fast nicht gesehen, hier die Schranke. All Passports. Lorries. Heißt das da? LKWs? Lorries? Papiere prüfen. Ich habe aber jetzt auch keinen fehlerhaften LKW mehr gesehen. Oder ich habe da nicht drauf geachtet in der letzten Folge. Da müssen wir mal drauf achten, ob wir das nochmal sehen. Dann ist doch nicht so, dass wir irgendwie veraltete Jessicat Mods drin haben. Dann war das irgendwas anders. Weil ich habe nichts verändert. Dann wollen wir noch mal ein bisschen drauf achten. Mal gucken. So, den Bus müssen wir noch durchlassen. Da kommen wir nicht drum rum. Die sind rabiat. Jetzt sind wir in Ungarn, ne? Was ist das denn? Kann ich gar nicht erzählen. Ja, so, Hungary, Ungarn, genau.
Ja, 100 werden wir nicht mehr dürfen, aber 90 könnte was werden, ne? Hier. Sigrid und Marco und Budapest. Ich sage immer Budapest. 200 Kilometer, das ist ja auch alles 30. Ach komm, ey. Echt jetzt? Wer weiß, vielleicht ist das ja auch wirklich so, dass die da so ein ganzes Stück 30 gemacht haben. Könnte ja sein. Na, guck mal hier links, den kann man im Spiegel sehen, der fährt auch 30, obwohl er schneller könnte. Also hier ist 30 eingestellt auf den Straßenstücken. Die KI kriegt ja die Befehle aus der Straße. Also, ich weiß nichts Genaues, aber so stelle ich mir das vor. Ich habe ETS 2 nie gemoddet, Map gemoddet. Habe ich mal angefangen reinzuschnuppern. Ich habe mir den Editor mal angeguckt, aber das war kompliziert und das war nicht nach meinem Geschmack. Und dann habe ich da dran gegeben. Och, ey. Echt jetzt? Das ist ein langer Name, der da drauf stand, wie in Island. Auf Island haben auch so lange Namen, so lange Ortsnamen. Unaussprechliche so. Knoll. Ich glaube, da gibt es Ortsnamensschilder, die 8 Meter lang sind. Oh, jetzt langsam wird es mir ein bisschen doof hier. Was sollen das? Nie und nimmer ist das Absicht. Das ist doch ein Bug. Wer weiß es genau? Ah, neues Stück Straße. Jetzt wird es schneller. Aber hier steht immer noch. Doch, da steht jetzt 80. Na, wenigstens was. Ach, jetzt endlich mal wieder weiterkommen. Immer noch über 4000 Kilometer. Boah. Ja, na komm schon auf die 80. Ich will sie reindrücken. So. Ich sehe aber jetzt auch viele von den Hängerzügen fahren, ne? Guck mal, da auch wieder nur noch Hängerzüge. Ich gucke jetzt mal auf normale Trailer, so wie ich ihn habe. Ob wir da noch mal so kaputte sind. Der ist in Ordnung. Muss da mal so ein bisschen drauf achten. In der letzten Folge habe ich gar nicht so auf die Umwelt geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist das wieder dieses lange Wort. Hodemetzer. Da müsste ich eine Viertelstunde vorstehen bleiben, um das lesen zu können. Und dann heißt das noch lange nicht, dass ich das auch sprechen kann. Leise lesen, aber nicht laut. So, wir sind jetzt in, wie heißt das hier? Segedin. Segedin. 17:55 Uhr. Ja, so ganz langsam könnte man ja mal ein Äugchen werfen, ob man irgendwo eine Übernachtung findet. Wir wollen ja schließlich bei Tageslicht fahren, möglichst. Und immer noch 579 Millionen. Da sollte sich jetzt mal so langsam was tun. Naja, gut, ich sag mal, wenn wir übernachten, dann wird das ja wohl, ne? Och, und dann bei der Seereise. Oh, da wird sich was tun. Budapest steht da schon drauf. Ja. So, jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt rechts ab. Oder zumindest uns rechts halten. Das teilt sich jetzt hier. Das ist ein Autobahndreieck. Wir fahren Richtung Budapest. Kann man sich auch gleich die Zähne machen lassen. Was bei mir ziemlich zwecklos wäre. Bei meinem Parodontitis-Gebiss. Ah, es ist schrecklich. Aber das ist halt so. 158 Kilometer noch bis Budapest. Ja, ich denke mal so, da in dem Bereich werden wir dann auch mal unser Nachtlager aufschlagen. Unser erstes sind ja quasi
in der Nacht losgefahren oder so früh am Morgen, dass noch dunkel war. Heißt, wir sind ja jetzt schon 15 Stunden wieder am Steuer. Aber wir haben ja gerade mal eine kurze Pause gemacht. Das hat ja nicht, ne? Kurzes Päuschen. Ich bin so neugierig auf Grönland. Hoffentlich ist das schön. Vor allen Dingen war da ja ein Kamerasymbol und daneben war dieses Schild mit dem Eisbär. Und ich hatte ja auf Spitzbergen schon immer gesagt, oh, hier hätten sie eigentlich mal so ein paar Eisbären hinfummeln können, ne? Ich hoffe jetzt, dass man die dann auf Grönland sieht. Vielleicht haben sie die ja dann oder demnächst dann auch auf Spitzbergen, weil da gibt es ja auch Eisbären, ne? So wie man hier eben auch mal diese Rentiere sieht, aber sind ja alles nur statische Gebilde. Die Pferde, die sie haben, die bewegen sich ja sogar. Und das mit Eisbären, das wäre natürlich Bombe. So, was haben wir jetzt? 6:30? Sollen wir das nehmen? Wir nehmen das. Komm, bevor das noch... Oh, jetzt ist der Wetter zieht sich zu, ne? Wir wollen auch tanken, ne? Ich glaube, dazu muss ich aber hier lang. Ah, da steht es auch. Parkplatz tanken. Und da steht nichts von tanken. Dann fahren wir hier rein. Was ist jetzt? Hau ab da. Ich will tanken und dann will ich Schloffer. Timber Turtle. Was kostet der Spaß denn hier? Ah, ich muss real muss ich auch tanken. Vielleicht mache ich das heute Abend. Ich glaube, abends ist immer besser tanken. Ist das eigentlich noch so? Als ich noch Pizza ausgefahren bin, noch gearbeitet habe, das war bis Corona, also bis 2020, da bin ich meistens spät abends tanken gegangen, weil das immer ein paar Cent günstiger war. Ich habe das ja den Tag über beobachtet. Immer so abends 8, 9 Uhr fielen die Preise 2, 3 Cent runter. Jeden Tag oder fast. Ist das eigentlich noch so? Jetzt muss ich mal hier mein Lenkrad verdrehen, damit ich an diesen Schalter komme. So. Wenn wir schon mal hier sind. Wie sieht eigentlich der Status aus? Lass doch mal gucken. 2%, alles gut. Na denn. Mal gucken, wo wir jetzt parken können. Ich mach das mal größer hier. Ach, da drüben, okay. Kommen wir jetzt hier rum? Na, da reißen wir die Säule um, oder? Ah, geht doch, weil ich jetzt hier ganz außen fahre. Auch interessant hier, ne? Da stehen sie schon. Ist auch ziemlich realistisch. Alles voll. Man muss nach dem Parkplatz so lange suchen. Hier ist noch was. Warte mal. Und wie sieht's da aus? Da müssen wir uns da auch zwischenstellen können, oder? Oder hier einfach hin. Mal gucken, ob das reicht. Nee. Da müssen wir da hin. Ja, machen wir das. Guck mal, hier sind doch eindeutige Parkplätze. Jawohl. So. Obligatorisches Speichern. So. Guts Nächtle. Ja, guck, 4:10 Uhr, in ein paar Minuten fängt es an zu dämmern. Wunderbar. Das ist eigentlich das krasse Gegenteil von mir in der Realität. Gibt ja, sagt man, zwei verschiedene Typen, was jetzt den Tag-Nacht-Rhythmus angeht. Es gibt sogenannte Eulen und Lerchen. So nennt man das. Das ist wirklich tatsächlich, in Mediziner sprechen das auch so darüber. Also Eulentypen und Lerchentypen. Nicht, dass das Auto ankratzen. Oh. Wo ich das noch gesehen habe, da im Spiegel. Puh, das hätte jetzt aber auch in die Hose gehen können. Boah, ist das eng hier. Ich bin ja auch falsch. Ich hätte da hinten rausgemusst, oder? Nee, kann ich ja gar nicht. Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Mal gucken, ob ich jetzt hier noch rumkomme, ohne dass wir uns jetzt hier an den... um den Mast wickeln. Ja. So. Ja, das geht. Lass mal den Poller stehen. Uah. Arsch auf Eimer, echt. Das ist echt eng, guck mal. Da haben sie sich was gebaut, du. So, Budapest. Jetzt mal gucken, welche Richtung. Aber wir müssen jetzt hier eng fahren. Du liebe Zeit, ey. Hier müssen wir drauf, ne?
Guck mal, da hängen wir schon an der Planke da hinten. Machen wir schon Jason hier. Na, geht noch. Kann sein, dass ich mir ein paar Schrammen geholt habe. So. Ja, das sind wir da ruckzuck auf eine falsche Bahn. Wisst ihr, und schon wird's hell. Ist doch prima abgepasst. Nur noch 4250 Kilometer. Ist fast gar nichts. Ja, also. Es gibt Lerchentypen und es gibt Eulentypen. Und die Lerchentypen, das sind so die Menschen, die, ja, die abends um 9 Uhr, halb 10 spätestens anfangen zu gähnen, denen das manchmal ganz schön schwer fällt, Silvester auch bis nachts, bis Mitternacht aufzubleiben. Wenn die dann auf eine Silvesterparty sind, um halb eins sind die verschwunden, weil die kaum noch die Augen aufhalten können. Todmüde, stehen aber dann morgens um 6 Uhr auf, auch wenn sie frei haben am Wochenende. 6 Uhr sind die wach und dann sind die schon um halb sieben am Rasenmähen oder sonst irgendwas. Das sind so die Lerchentypen. Ganz früh morgens sind die aktiv. Und um 9 Uhr abends, buh, gähn, gähn. Und man hat auch festgestellt, das ist jetzt nicht irgendwie nur Gewohnheit oder so, sondern es ist tatsächlich irgendwo in den Genen. Ja, es gibt solche und solche Typen. Und das kann man auch nicht ändern. Man kann auch nicht sagen, okay, ich passe jetzt meinen Tag-Nacht-Rhythmus an meinen Beruf an. So ein Stück weit kann man das machen, ja. Aber jemand, der zum Beispiel so ein richtig typischer Lerchentyp ist, wenn der jetzt immer Spätschicht arbeiten sollte, also was weiß ich, Arbeitszeiten hätte, immer so in der Bar arbeitet, die macht abends um 19 Uhr auf und die geht dann bis morgens um 1, halb 2, dann noch ein bisschen, ne, dass der erst um 2 Uhr morgens da rauskäme, der würde immer Schwierigkeiten haben, der würde immer das Gähnen anfangen auf der Arbeit und der würde dann immer schlecht schlafen. Der kann sich zwar so ein Stückchen anpassen, aber so richtig wohlfühlen wird er sich nie und hätte immer seine Schwierigkeiten. Und dann gibt es eben die Eulentypen, für die wäre der Job natürlich perfekt. Na? Das heißt also, das sind Leute, die sind abends, werden die richtig fit. Und dann wird halt 11 Uhr und 12 Uhr und Mitternacht und dann sitzt du am Computer und spielen, so wie ich. Ich bin ja auch so ein Eulentyp. Rucki zucki ist das mal 3 Uhr oder später. Ja, und dann gehen die ins Bett und dann schlafen die aber auch bis 10, 11 Uhr. Die schlafen ja nicht weniger, die sind ja auch nicht fauler. Ne? Oh, ja, so ein faules Stück, immer bis in die Puppen im Bett. Ja, bis in die Puppen sind sie aber auch aufgewesen, haben ja gearbeitet oder waren aktiv. So, ich muss hier rüber. Oh, ich muss da her. Warum? Nicht zu vergessen. Ne? Dieser Budapester Ring hier. Sind wir Ungarn. So. Und ich hatte ja auch, als ich 20 Jahre lang Auslieferungsfahrerin gewesen bin hier, habe ich ja immer Arbeitszeiten gehabt. Also meistens fing ich abends um 17.30 Uhr erst meine Schicht an und kam so gegen Mitternacht nach Hause. Ja, und dann habe ich manchmal noch mal schnell meine Sachen in die Waschmaschine gehauen, weil ich hatte manchmal oft Schichten so hintereinander. Und wenn irgendwas war, dann musste ja mal gewaschen werden. Gerade im Sommer, wenn das so durchgeschwitzt wurde. Und habe ich manchmal noch die Waschmaschine angehauen. Dann habe ich mir was zu essen gemacht oder geduscht. Habe ich was gegessen, dann war es so halb zwei, mindestens. Und dann habe ich noch die Wäsche aufgehangen um halb drei. Dann habe ich noch eine Stunde am Computer gesessen. Ruckizucki war das vier, halb fünf. Ja, und dann bin ich erst schlafen gegangen, ne? Das ist so mein Feierabend gewesen auch immer, ne? Ja, und dann kannst du natürlich nicht um 6 oder um 8 schon wieder aufstehen. Dann schläfst du natürlich wenigstens bis 10 oder 11. Ist natürlich dann, oh, ich bin viel zu schnell, viel zu schnell. So, die 80 wieder reingesetzt. So läuft's. Ja. Und dann durch diesen Job hat sich das natürlich noch mehr gefestigt. 70 einloggen. Schön brav, wie sich das gehört. Und das kriege ich auch so nicht mehr raus. Ne? Deswegen habe ich den Rhythmus jetzt immer noch so drin. Ich habe mal vor einiger Zeit versucht, den so ein bisschen wieder zurückzusetzen in die andere Richtung. Aber das fällt mir schwer. Weil das ging wirklich. Also ich habe
manchmal Zeiten, da bin ich wirklich bis morgens 5 oder 6 Uhr auf. Im Sommer ist das schon wieder hell, bis ich mal schlafen gehe. Und dann ist das manchmal gewesen, dass ich bis 14 Uhr gepennt habe und dann ist der ganze Tag so weg. Und das ärgert mich. Ich wäre viel lieber ein Lerchentyp, das fände ich viel schöner. Es ist aber einfach nicht so. Und ich kriege das auch nicht so einfach umgestellt. Ich hatte ja früher auch, habe ich ja auch erzählt schon, ne? Zum Beispiel in den ATS-Folgen als Zeichnerin gearbeitet am Reißbrett. Und da hatte ich auch normale Bürozeiten. Ne? Das war morgens 8 Uhr. Das ist mir aber durchaus schwer gefallen manchmal morgens das Aufstehen. Ging eigentlich noch. Ich konnte mich drauf einrichten. Ich bin damit klargekommen, aber angenehm war das nie. Ich musste immer einen Wecker haben und mich dann morgens immer erstmal so überwinden, auch aufzustehen so früh. Ja, und die Lärchentypen, die haben da gar kein Problem mit. Die stehen dann manchmal schon eine Stunde vorm Wecker auf, weil sie einfach schon wach und ausgeschlafen sind. Waren ja auch um 9 Uhr schon im Bett, hätte ich gar nicht gekonnt. Klar hätte ich um 9 Uhr ins Bett gehen können, kann ich auch jetzt. Aber schlafen kannst du vergessen. Ich kenne das Problem. Du hast einen Termin, was weiß ich, weil sich das nicht anders machen lässt beim Arzt oder irgendwo bei einer Behörde um 8 Uhr morgens, dann gehe ich auch früh ins Bett um 10:30, 11:00, aber... Ich liege trotzdem bis 4 Uhr wach. Und dann werde ich müde, dann schlafe ich ein, dann geht der Wecker. Brutalo. Dann komme ich total übernächtigt zum Termin, überstehe den irgendwie. Und dann komme ich möglicherweise zeitig auch schon wieder nach Hause. Der ganze Tag ist im Eimer. Ich hänge wie ein Schluck Wasser in eine Kurve oder penne. Naja. Immer noch über 4000. Boah, wir kommen ja gar nicht weiter, ey. Was kommt denn so als nächstes? Raab? Stefan Raab oder was? Stefan Raab. Raab. Scharfes Kurve. Uiuiuiuiuiuiui. Mit 80. Du, aber hier ist ja auch 70. Warum fahre ich denn dann 80? Weil ich das wieder nicht mitgekriegt habe. Ist ja da wieder eine Raststätte. Jetzt wird das Ganze schon so westeuropäischer alles. Das sieht schon fast aus wie in Deutschland hier. Die Autobahn mit den Planken und den Raststätten, die Auffahrten. Und das ist das, was ich eigentlich meinte. Ich finde das immer ganz schön zu beobachten, wenn sich das so allmählich verändert. Da, 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 da. Da steht schon Wien drauf. Viele Mopeds unterwegs, ne? Naja, ist Sommer. Der gelbe Helm, der sieht aus, als wäre da oben eine Billardkugel drauf. Gdor? Oder was stand da drauf? Klirat. Haben wir nicht schon mal gesehen? Heißt das nicht Ausfahrt? Muss wohl. So, Ungarn. Ja, wir sind ja sonst, wenn wir nach Thessaloniki oder so unterwegs waren, da fahren wir ja immer lang, wenn wir in den Mittleren Osten zu fahren haben. Da fahren wir ja nicht durch Ungarn. Ungarn ist also gar nicht so häufig. Aber das Wetter ist schön. Oder scheint ein schöner Tag zu werden, ne? Möglicherweise. Obwohl da weiter hinten sieht das so aus, als ob das noch fraglich ist. Hier ist das auch nach wie vor unbeständiges Wetter. Das finde ich ziemlich doof. Aber es ist so. Unbeständig. Ich dachte heute, ach komm, vielleicht kannst du mal rausgehen ein bisschen. Aber irgendwie ist das dann wieder dunkel, bewölkt. Dann kommt die Sonne mal raus für eine Stunde, ist wieder vorbei. Aber ich möchte auf jeden Fall noch an den Strand. Hoffentlich kriege ich da noch die Gelegenheit zu. Kanis Gunning. Was auch immer das ist. Das sieht aus, als wäre das Kaffee. Das sind Kaffeeprodukte, ne? Kanis Gunning. Naja,
Wieso überholst du mich? Du darfst da auch nicht schneller als 80. Schiebung, Verbrecher, Polizei. Kommen wir doch bestimmt dann in Österreich noch rein, oder? Vermutlich. Und dann geht's noch durch die Alpen. Ja, je nachdem. Vielleicht kratzen wir die auch nur an. Wir müssen gleich abfahren. Ja, nach Wien fahren wir gar nicht. Tja, da müssen wir runter. Na gut, wenn das Navi dazu sagen tut, dann machen wir das. Nach Mosomaguravua oder so. Noch nie gehört. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall ist hier nichts mehr Autobahn, ne? Aber kommt wieder. Huh! Was ist das denn jetzt? Das war jetzt komisch. Ist da irgendwie jetzt Map aufgeploppt oder so? Ich habe da jetzt nur so aus dem Augenwinkel blitzen sehen. So, jetzt geht's hier zu einer Grenze, ne? Ach, dann fahren wir da nach Tschechien rein, ne? Kann das sein? Von Ungarn direkt nach Tschechien geht das? Halt doch die Fresse, du blamierst dich doch eh nur. So, schauen wir mal. Ach, das ist Österreich? Na gut, ja. Wie ich mir das gedacht hatte. Bratislava. Slowakei. Okay. Slowakei, ja sicher. So, wie schnell dürfen wir? 80, sind schon drüber. Bratislava, ja, sehr klar. Bratislava gab es ja schon ganz am Anfang, als Eurotruck erschien 2012. Da ging die Map bis Bratislava. Da war so ziemlich... Ne, Debreken war da noch drauf. Debreken, und dann war aber Schluss. Steht das hier irgendwo drauf? Debreken ist auch nicht mehr so weit von hier. Kitzsee. 3.957, die 4 ist kaputt vorne. Hurra! Was waren das am Anfang? 5.300, dann haben wir schon bald 1.500 Kilometer abgerissen. Überall diese Betonkisten. Ist das Plattenbauten? Jo, wa? Oh, es müdet mich. Ach ja. Aber es ist tatsächlich so, so am Stumpf am Steuer sitzen, Autobahn langfahren, das macht einen schläfrig, ne? Saugefährlich. Aber das geht mir auch manchmal so. Nicht immer, aber manchmal. Und zwar völlig egal, ob in der Realität oder am Simulator. Also das fühlt sich ziemlich ähnlich an. Ist ja ein Zeichen für eine gute Simulation, ne? Wenn sich das ähnlich anfühlt. Oh, ich habe schon seit einigen Tagen wieder so richtig Bock mal wieder auf Flugsimulation. Aber dazu müsste ich erstmal das ganze Gerümpel aus dem Schrank holen, hier alles erstmal wieder aufbauen, das Cockpit aufbauen. Ich habe ja nicht nur Joystick oder so ein kleines Joke, sondern ich habe ja den ganzen Vierselamengen, ne? Also Pedalen und den Joke und dann so ein Gas-Schubregler-Gedöns noch. Und dann habe ich noch extra für, ich habe so ein richtiges Trimrad und alles, also... Simulation, so eine kleine Cessna kann ich schon verdammt gut machen. Aber dann muss ich das erstmal alle wieder rausholen, anschließen, aufbauen, dann den Flugsimulator starten. Der wird dann erstmal stundenlang Updates ziehen. Und dann muss ich erstmal wieder mich reinfinden, bis ich da ein Video machen kann. Da vergehen Stunden, wenn nicht sogar ein ganzer Tag. Aber ich habe überlegt, ich mache vielleicht für die Kanalmitglieder demnächst mal so ein Mitglieder-Special. Mit Flugsimulation, ne? Mit der Cessna so ein bisschen rumfliegen, da mal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich habe auch lange nicht mehr geflogen, weil ich hier eben alles immer umbauen muss und weil ich auch gerade so viele andere Staffeln am Laufen habe. Ne? Ja, ja.
Tada, ein langer Tunnel. Boah, der war schon nicht kurz, ne? Aber das Wetter ist schön. Hätten wir das doch auch mal hier so schön. Oh, ich darf 90 fahren, sehe ich gerade. Dann machen wir das. Ja, aber ich habe keinen kaputten LKW mehr gesehen. Das Phänomen war nur kurzzeitig, ne? Und mit dem letzten Update kann es nicht gekommen sein, weil das habe ich ja ausgebremst. Das ist ja hier noch nicht installiert. Weil ich ja erst die Tour zu Ende fahren will, weil sonst kriegen wir die ja wieder weggenommen. Das ist blöd, jetzt habe ich da so eine schöne Tour gekriegt. Und dann nehmen die einem die wieder weg. Ich werde mal zusehen, dass ich wohl diese Betas immer die letzte Version nehme. Damit ich, damit das nicht so oft passiert, dass mir da die Tour abgenommen wird. Weil ich möchte auch nicht jedes Mal, gerade wenn ich so lange Touren habe, jedes Mal dann die Tour zu Ende fahren müssen in der Session, damit das nicht passiert. Weil manchmal sind die lang, die Touren, und dann müsste ich dann da irgendwie 4, 5, 6 Folgen hintereinander machen. Und da habe ich manchmal gar nicht so die Lust zu. Manchmal mache ich nur 1, 2, 3 und dann erst ein paar Tage später wieder weiter, ne? Weil ich ja auch andere Videos zu machen habe, die warten. Ja, so war das jetzt auch mit Eurotruck. Also die letzte Folge, die habe ich vorhin erst aufgenommen und die muss morgen schon um 8 Uhr veröffentlicht sein. Also nach Plan. Ne? Ich behalte mir ja vor, dass das auch mal Ausnahmen gibt, dass mal was ausfällt. Aber bis jetzt, toi toi toi, habe ich das immer ganz gut geschafft. Obwohl das im Moment schwer ist mit so vielen Staffeln, die da laufen. Naja, ich werde ja sowieso zum Herbst hin das Ganze ein bisschen ausdünnen müssen wohl. Da werden wohl einiges weniger an Videos kommen. Also jetzt so, ich sag mal, könnte im September losgehen. Tschechische Republik, jawohl. Na, also könnte im September losgehen und sich bis Anfang nächsten Jahres hinziehen. Weil, das hatte ich schon mehrfach erlebt, hier im Haus ganz grobe, große Umbauarbeiten stattfinden. Also richtig, richtig groß. Ganz neue Front vorne, Fassaden neu, neue Haustüren, neue Briefkästen, ganz umgebaut, ganz anders. Neue Schließanlagen, neue Klingelsysteme, jetzt auch mit Gegensprechanlage, was wir bisher nicht hatten. Achso, ich war zu schnell. Andersrum, so. Und ganz neue Fenster, also hier in meiner Bude wird auch einiges passieren. Das ganze Haus wird eingerüstet, der Keller wird komplett neu isoliert, die Kellerdecken und auch am Dachboden müssen sie was machen. Und ach, also, was haben sie gesagt? Roundabout 20 bis 25 Wochen ab September, das heißt also irgendwie Januar, Februar ist dann Schluss, wenn sie den Plan einhalten, was ich mir nicht vorstellen kann. Das heißt also bis zum nächsten Frühling. Möglicherweise, ich muss mal hier lang, ne? Ja. Glück gehabt, seid gerade noch gesehen. Geht Richtung Prag, ne? Hier ist Brünn, okay. Ah, bis zum nächsten Frühling wird es dann vielleicht ein bisschen weniger mit Videos werden. Vielleicht mache ich da nur so 2, 3 Staffeln, was ich so machen kann. Ich weiß ja noch nicht, wie das wird, ne? Dann sagen manche, naja, dann müssen sie, musst du eben abends oder nachts eben aufnehmen. Ja, eigentlich schon. Ne, gerade als Eulentyp wäre das ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist nur, die Bauarbeiter, die werden morgens um 6, 7 Uhr anfangen. Ich kenne die Brüder von der Vonovia. Das früheste, was ich mal gemessen habe, da haben die morgens um 5.50 Uhr den Bohrhammer an die Fliesen gesetzt in der Nachbarwohnung. Aber so, dass bei mir das Geschirr im Schrank getanzt ist. Aber richtig laut. Ich habe bald eine Herzattacke gekriegt, so haben die aus dem Schlaf gerissen. Ja, und das haben die schon öfter gemacht, obwohl 5.50 Uhr war das früheste. Meistens ist halt irgendwann so um 7, 8 oder 9, dass die damit anfangen. Immer nur morgens, nachmittags war nichts. Aber es waren ja auch nur, dass sie Wohnungen renoviert haben. Aber wenn sie hier das ganze Haus machen, muss ich natürlich damit rechnen, dass morgens früh 7, 8 Uhr schon Lärm ist. Und dann kann ich auch nicht schlafen. Heißt, also ich kann ja nicht bis 3, 4 Uhr am Rechner sitzen und Videos machen, wenn um 7 Uhr schon wieder Krach ist. Da werde ich ja irre. Das ist auch gar nicht gesund, wenn man keinen Schlaf kriegt. Übrigens Folter. Wenn das wenigstens im Sommer wäre, dann könnte man mal irgendwo an den Strand fahren und sich da hinlegen, wenn hier Lärm ist oder so. Aber nein, die fangen erst Spätsommer, Anfang Herbst damit an und machen das den ganzen Winter durch. Super. Naja. Was willst du machen?
Was wir machen, ist mal gleich anhalten, würde ich sagen. Weil die Zeit allmählich schon wieder durch ist hier. Das geht aber immer schnell. Aber wir haben ein Stück geschafft. Ja, ist auch nicht mehr weit bis Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, und dann geht es ja eigentlich recht zügig. Wenn wir erstmal Deutschland sind, bis nach oben rauf, durch Dänemark. Und dann ist ja schwubbeldiwuppdiwupp. Mit dem Schiff sind wir ja blitzartig schon auf Island, ne? Gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wo halte ich denn an? Kommt hier irgendwie ein Parkplatz? Nee, ne? Da ist eine Tanke, aber ich glaube, ich guck mal eben auf der Map. Ja, das ist hier so ein Parkplatz. Nee, ach. Machen wir dann fliegenden Wechsel hier. So. Kurz anhalten. Zack. Wupp. Ja. Ne? Und wieder mal Pause mit unseren 12 Tonnen Knoblauch. Echter transsilvanischer Knoblauch. Obwohl, in Transsilvanien sind wir nur durchgefahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Like da lassen, Kommentar schreiben oder vielleicht sogar mal über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Ja, und beim nächsten Mal wieder dabei sein, dann fahren wir genau an der Stelle weiter. Bis dann, bye bye, tschüssi.